Hallo liebe Kinder und willkommen bei Kinderzimmer TV. Wir sind hier im Zimmer des kleinen verstorbenen oder nie geborenen namenlosen Babys. Was haben wir hier? This was a special brush. Like a horsehair brush, but different. At that point I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Er hat jetzt aufgehört zu reden mit einem Satz, voll unhöflich. Kinderzimmer TV, wo war ich stehen geblieben? Ja, wir schauen uns das kleine Zimmer des verstorbenen Jungen oder Mädchens an. Und wir sehen hier nicht viel, wir haben eigentlich schon alles angesehen. Dieses wunderschöne Gemälde sorgt für ruhige Nächte. Okay. Cut! Kinderzimmer TV macht eine kurze Sendepause. Riesenbabyköpfe sind nicht nett. Ich hasse Riesenbabyköpfe. Ich mach das Zimmer zu und gehe da nie wieder rein. Nie wieder. Oh. Nicht noch mehr Babys. Hallo Bild. Oh Mann. Verdammt. Steht hier irgendwas? Nicht wirklich. Oh Mann. Es ist so krank. Gut, dann wollen wir mal. Los geht's. Och, das wird immer besser. Schön. Kann ich die Kiste eigentlich aufmachen? Ja, klar, noch mehr Baby. Also Puppen sind es eigentlich, aber ist mir egal. Da ist wieder eine Kiste. Sind da noch mehr Babys drin? Ich höre Flüstern aus der Kiste kommen. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Cord ran down. Hickory dickory dock. Ich glaube, da ging es uns noch relativ gut. Psychisch. Okay, ich glaube, ich muss jetzt wieder hier rein. Hallo? Ich habe jetzt mittlerweile schon Angst vor Türen in dem Spiel. Was macht das Spiel mit mir? Ist das ein Lichtschalter? Ich komme aber nicht ran. Warum knarzt das Holz hier so? Das gefällt mir nicht. Was? Was ist das? Floor Creepers. Ach, die gibt's jetzt hier auch schon. Fallen im Boden. Ich habe Angst zu gehen. Also das heißt, die Ratten sind für ihn im Prinzip wirklich die Auslöser für alle seine Probleme. Was ist das? Was geht hier die ganze Zeit auf und zu? Was ist das für ein Kabel? Stromkabel wahrscheinlich. Wieder eine Kiste. Was haben wir hier? So, komplett leer. Was ist da jetzt gerade passiert? Ich... Oh. Was? Moment, ich schau ganz kurz in die Kiste rein. Die ist aber leer, okay. Das ist so krank. Kann ich irgendwie rein? Nee. Oh, hi. Ich will... Oh, hallo. Okay. Schön. Oh. Stapel die so an.
Ich habe euch nichts getan, verdammt! Geht weg! Okay! Einen Augenblick, bitte! Und die erwachen wieder irgendwo am Boden. Heißt das, ich habe gerade versagt? Ich weiß es nicht. Nee, das ist der gleiche Raum, nur etwas verändert. Ich schaue nochmal in die Kiste rein. Beziehungsweise, nee, kann ich gar nicht. Vielleicht von der Seite. Nee, ist immer noch leer, okay. Und wir sind wieder hier. Okay, das ist so eine Art Hub, so eine Art Mittelpunkt. Ich gehe dahin. So. Canvas Crawlers. Ich glaube Canvas, ich bin mir nicht sicher, aber ist das nicht Haut oder sowas? Eine Masse an pulsierendem Fell. Gift für die Farbe. Feuer, die einzige Lösung. Okay. Aber warte mal, wie Feuer? Hat er das Feuer gelegt? Nee, das... Oder doch? Ich dachte, er wurde erst spät... Tür? Tür? Tür! Ich krieg die Tür nicht ganz auf. Kann ich mich durchquetschen? Okay. Hey! Du bist ja voll hübsch! Da ist eine Ratte. Du hast eine Ratte in deinem Arm. Ich mag dich nicht. Da bist du nochmal. Und ein drittes Mal. Schön! Und irgendwas flackert da in der Mitte. Ich gehe mal auf dich zu. Okay, ich gehe mal weg. Oh. Hallo Dunkelheit, lang nicht mehr gesehen. Hört auf zu vibrieren. Ich habe euch auf lautlos gestellt, dachte ich. Okay, okay, okay. Okay. Ratten, überall Ratten. Verschwindet. Ich hasse euch. Also eigentlich habe ich persönlich nichts gegen Ratten, aber hier in dem Spiel ist es offensichtlich das pure Böse. Telling you, there are rodents everywhere in this shithole. Maybe if you stopped feeling sorry for yourself all day long, you would have noticed them as well. Okay, also irgendwas hat dazu geführt, dass er wirklich wahnsinnig wurde, und zwar während seine Frau noch mit ihm zusammen war. Aber was? Ich meine, ich glaube, der Schlusspunkt war ja der Tod von ihr dann. Okay, was ist das? Oh, hallo. Oh oh. Ich wurde gerade von Ratten getötet. Verdammt. Das hätte nicht passieren dürfen. Ich glaube, ich hätte ausweichen müssen, wegrennen. Aber nein, ich starre sie an. Und ich bin wieder am Dachboden. Ich weiß nicht, das ist ja gar kein Dachboden. Mein Respawn-Raum sollte jeder zu Hause haben. Ach du wieder, hi. Lange nicht mehr gesehen. Und wo bin ich jetzt schon wieder? Das ist wieder was komplett Neues. Hier. Und da lag gerade eine tote Ratte. Ich hab's genau gesehen. Verdammt. Oh Mann! Das war jetzt unerwartet. Ich lasse mich immer viel zu sehr ablenken von toten Ratten und wehenden Vorhängen und dem puren Tod. Okay. Dann nochmal. Jetzt bin ich wieder woanders.
Get off my fucking back! This is what helps put money on the table. Not like you're any help to me anymore. Hat sie doch umgebracht? Lady? Zumindest ist immer abweisender geworden und immer brutaler und immer abstoßender ihr gegenüber. Aber warum? Was hat ihn dazu getrieben? Das Bild? Oh, hallo. Hat da angefangen, das Bild zu malen? Ich gehe da entlang. Nee, doch da rein. Was? Hallo? Ich hatte gerade irgendein Geräusch gehört. Okay. Oh! Oh, verdammt! Da ist irgendwas mit den Ketten festgemacht. Oder irgendwer. Ich will da nicht dran ziehen. Es jammert. Es hat Schmerzen. Hat er wirklich ein Folterzimmer gehabt? Ich glaube, ich muss. Oh Mann, ich will nicht. Es tut mir leid. Okay. Oh! Oh Mann! Oh Mann! Ich will das nicht tun. Und jetzt? Geht die Tür auf? Oh, okay. Wer baut sowas? Wer baut so einen Mechanismus? Hallo Licht? Oh Mann. Hi. Muss ich dir folgen? Bist du vielleicht sogar gut? Ist die Ratte vielleicht das einzige Gute hier in diesem Haus? Außer mir natürlich. Okay. Da komme ich auch nicht hin, ich muss da entlang. Hallo Fahrstuhl, lange nicht mehr gesehen. Ich bin gespannt, wohin du mich jetzt führst. Ah, nach oben, okay. Und los. Das Spiel geht schon ziemlich lang, aber ich finde das so geil, weil es immer wieder zu Situationen kommt, die ich nicht erwarte. Weil immer wieder was passiert und ich die ganze Zeit mich frage, was kommt als nächstes. Also das habe ich schon lange nicht mehr bei einem Horrorspiel gehabt. Okay, nicht will, dass es aufhört, andererseits doch, es wäre schon ganz nett, wenn du mal aufhören würdest. Okay. Komme ich da hoch? Nee. Ist hier irgendwo was in die Richtung wie eine Sicherheitsluke? Hi! Nein! Nein! Wo bist du? Nein! Nein! Fahr los, los! Nein! Das ist genau das, was ich meine. Ich bin tot. Hätte ich da irgendwie entkommen können? Aber das ist das, was ich meine. Es passieren so viele geile Sachen im Spiel. So cool. Ich frage mich, ob der Tod und das Wiederauferwecken Bestandteil des Gameplays sind. Ich höre dich heulen und ich verlasse mich jetzt nicht drauf, dass das meine Frau ist. Ah! Schon gut, Kleiner. Schatz, Baby will gefüttert werden. Ist irgendwas? Nee. Heul doch. Ich habe mehr Grund zu heulen als du. Da ist wieder dieses komische schwarze Zeug. War da was? Nee.
Ich habe schon festgestellt, wenn eine Tür automatisch aufgeht, ist es keine gute Idee reinzugehen. Schatzi, warum weinst du denn? Hast du die Toilette nicht gefunden? Oh Mann. Soll ich da etwa reingehen? Nee, ich gehe da jetzt nicht rein. Sorry, nein. Dann sterbe ich ja wieder. Ich habe keinen Respekt mehr für meine Frau. Diese Ehe funktioniert so nicht mehr. Hallo, haariges Baby. Ich bin in meinem Büro. Aber das Telefon ist nicht da und es läutet. Wo ist es denn? Ach, Moment. Was? Oh. Ja, ja, schon gut. Wer hat hier ein Telefon? Wer? Moment, wie war die Nummer? Die Nummer vom Dings? Vom Rattenfänger? War die hier irgendwo? Oh, muss ich mich beeilen? Schnell! Da ist eine Ratte, aber nicht ein Rattenfänger. Das ist wieder das schwarze Zeug. Ich hatte doch irgendwo die Nummer des Rattenfängers, aber wo? Verdammt. Da, 363 ist eine Nummer. Danke, haariges Baby. 363. 3? Moment. 3? 6? 3. Da ist noch ein Telefon. Irgendwo dahinter. Telefon? Baby, wo ist das Telefon? Ich weiß nicht, wie ich an das Telefon rankomme. Ich versuch's ja. Muss ich das Licht anmachen? Schimmert wieder irgendwo ein Buch? Das müsste wen bei dem oder dem Regal sein. Da ist aber nichts. Verdammt! Baby! Ich komme nicht ans Telefon. Schau noch mal ganz kurz hier, ob da was ist. War da auch eine zweite Ratte drin? Tatsächlich. Warte mal. Nee, doch nicht. Ich will doch ans Telefon ran, aber ich weiß nicht wie. Oder muss ich in den Nebenraum? Moment. Nee, es ist abgeschlossen. Oh! Da komme ich aber früh drauf. Oh Mann. Was zum Teufel? Ist es mir das nicht vorher aufgefallen? Ich weiß nicht, wie ich ans Telefon rankomme. Das sah doch vorher nicht so aus. Telefon. Okay, tschüss. Danke, dass du die Early Access Version von Layers of Fear spielst. Okay. Ja, Freunde, das war Layers of Fear. Ich habe vergessen zu erwähnen, es ist ein Early Access Titel. Genau, das habe ich ganz vergessen. Aber klar habe ich es vergessen, das Spiel war so dermaßen perfekt. Also in der technischen Umsetzung, aber auch als Horrorspiel. Mir hat das bisher unglaublich viel Spaß gemacht und ich habe mich so oft so dermaßen erschrocken. Sagt mir mal Bescheid, wie es euch gefallen hat, schreibt es mir mal bitte unten in die Kommentare und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Ich bin komplett hin und weg, das Spiel ist so unfassbar geil und ich habe immer noch keine Ahnung, was hier abgeht. Freue mich über eure Kommentare, wie gesagt, und wir sehen uns entweder nach einem Update oder spätestens, wenn das Game komplett draußen ist und natürlich in einem anderen Video von mir. Mein Name ist Taco. Danke fürs Zusehen. Macht's gut.